Die Masseneinwanderung, die wir im Augenblick erleben, passt nicht so richtig zu den Gesetzen, die in diesem Land an sich günstig sind und gültig sind. Das ist sehr höflich ausgedrückt, aber die Frage, inwieweit in Wirklichkeit hier Recht und Rechtsgrundlagen zerstört werden, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Herr Schatzschneider, wir haben ein gültiges Asylrecht und die Frage ist ja auch im Grundgesetz völlig sauber und ordentlich geregelt. Darauf berufen sich ja die Personen von der Merkel angefangen, aber auch Roth und andere, die das, was im Augenblick passiert, rechtfertigen. Ist das etwas, wo man sich wirklich allen Ernstes darauf beziehen darf und kann? Keinesfalls. Also ich habe eigentlich wirklich Versuche, diese Politik, die die Masseneinwanderung ermöglicht, zu rechtfertigen vor den Gesetzen und vor dem Verfassungsgesetz und auch vor dem Europarecht noch gar nicht lesen können. Also zarte Ansätze, die also voller irriger Interpretation sind. Es ist ja nicht nur so, dass die Gesetze, die also Schutzrechte begründen, verschiedene Schutzrechte, insbesondere natürlich auch das Asylgrundrecht, missachtet werden. Die Rechtslage ist da insbesondere für das Asylgrundrecht völlig klar. Durch das Grundgesetz geregelt, durch eine beachtliche Verfassungsnovelle 1993 und die voll akzeptiert wurde durchs Bundesverfassungsgericht in einer Leitentscheidung 1996, dass nämlich das Asylgrundrecht überhaupt nur hat, sich nur darauf berufen kann, wer nicht einreist nach Deutschland aus einem Land der Europäischen Union oder einem sicheren Drittstaat. Und Deutschland ist umgeben von Unionsstaaten und es kommt noch die Schweiz hinzu, die ist aber ein sicherer Drittstaat und hat einen ähnlichen Status. Und das ist ja eben, wie gesagt, die verfassungsgesetzliche Lage. Und es gibt kein Völkerrecht, kein Europarecht, das irgendwie dazu im Widerspruch steht. Wir haben die fast außergewöhnliche Situation, dass die deutsche Gesetzeslage und Verfassungsgesetzlage übereinstimmt mit dem Völkerrecht und auch mit dem Europarecht. Wenn ich das noch sagen darf, das Europarecht hat einen Versuch, ein Einreiserecht für Ausländer aus Schutzgründen zu begründen, gar nicht gemacht. Es hat explizit an verschiedenen Stellen die Frage, wer ins Land einreisen darf, vorbehalten der nationalen Regelung. Und unsere nationalen Regelungen sind da völlig klar. Und es wird ja im Wesentlichen ein anderes Schutzrecht in Anspruch genommen, nämlich der Flüchtlingsstatus. Es gibt einen Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und wenn jemand der Flüchtlingsstatus zuerkannt ist, hat er das sogenannte kleine Asylrecht. Das heißt, er darf nicht abgeschoben werden. Aber der kann nur zugestanden werden, wenn er eingereist ist. Entscheidend ist also, ob man die Einreise zulässt. Aber nirgends steht in den Regelungen, die das Europarecht überhaupt erst 2011 eingeführt hat, dass dadurch ein Einreiserecht begründet werde. Wenn jemand eingereist ist, stellt sich die etwas schwierige Frage, ob die illegale Einreise es ausschließt, dass der Flüchtlingsstatus zuerkannt wird. Das würde ich bejahen. Darüber kann man streiten. Aber niemand darf nur, weil er ankreuzt, ich bin Flüchtling, etwa aus Syrien, einreisen. Die Einreise muss unterbunden werden, und weil sie gar keine Rechtsgrundlage hat. Und es gibt zwei Vorschriften, die es klar sagen, dass zum einen Paragraph 18 Absatz 2 Asylgesetz, wie es jetzt heißt, und es ist auch Paragraph 15, der eigentlich insofern Anwendung findet des Aufenthaltsgesetzes. Danach darf niemand einreisen, der nicht irgendeinen Einreisetitel hat, ein Aufenthaltsrecht oder eben Staatsbürger ist oder Unionsbürger ist. Insofern ist die Rechtslage klar, es ist nicht niemand, der jetzt in dieser letzten Zeit nach Deutschland gekommen ist und mit der
mit dem Flüchtlingsstatus oder mit dem Behauptung desselben, also der hier Schutz suchen wollte. Es gibt niemanden, der legal nach Deutschland eingereist ist. Was ja unter dem Aspekt der sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, selbst aus EU-Ländern selber, dann noch deutlicher und noch ohne irgendeine Frage nicht funktioniert. Also Mazedonien, Serbien, das wäre ja von Haus aus, ist es dann ja an sich auch gar nicht mehr zulässig, die überhaupt ins Land zu lassen. Wahrscheinlich für Österreich auch nicht. Naja, also in der Union. Und ja, in die, ja klar. Ja, die sind ja in natürlich der Union. Ganz andere Regeln. Ja. Also die Unionsbürger haben natürlich einen Sonderstatus. Und die kommen ja auch nicht als Flüchtlinge. Also im technischen Sinne. Die begehren ja kein Asyl. Die haben ja die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit ist ein ganz großes Problem. Aber die Europäische Union gibt das Recht auf Freizügigkeit für das gesamte Unionsgebiet, wenn man in einem Land der Union lebt. Ja. Und wenn die kommen, um ein besseres Leben zu haben, um insbesondere den Sozialstatus, der in Deutschland möglich ist, in Anspruch zu nehmen, dann ergeben sich ganz andere Probleme, die jetzt ja gerade relevant geworden sind bei den Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens. Großbritannien will ja all diese sozialen Gewährleistungen nicht mehr in dem Maße mitmachen und da kommen enorm viele Unionsbürger aus dem Grunde, aber Ubi Bene, Ibi Patria nach dem Motto, aber sie haben erstmal das Einreiserecht, das ist so die Lage. Ich meine, ich würde allemal souveränitätsrechtliche Bedenken äußern gegen diese Regelung der Freizügigkeit der Europäischen Union, aber sie sind erstmal getroffen. Ja. Über die Souveränität müssen wir noch reden. Ja. Eine Frage jetzt ganz am Anfang habe ich noch, in der gemeinsamen Publikation weisen Sie darauf hin, dass die Formulierung Asylrecht genießen eine besondere Bedeutung hat. Allerdings. Warum Allerdings. Ist dieses Verb genießen sowas es Wichtiges? Es war immer klar, wie es für alle Staaten dieser Welt klar war und auch völkerrechtlich nie anders verstanden wurde, dass es ein subjektives Recht, das Asylgrundrecht, muss man sagen, in Anspruch zu nehmen, man könnte auch kurz sagen, Asyl in Anspruch zu nehmen, dass es ein solches nicht gibt und nicht geben sollte. Und deswegen ist ja auch dieser sehr zurückhaltende, untypische Ausdruck gewählt worden, der nun nicht gerade ein subjektives Recht verbirgt, das Genießen. Das heißt, wenn ein Staat bereit ist, Asyl zu gewähren, dann ist es ein Genuss für den, der das Asylrecht, den Schutzrecht hat. Aber ein subjektives Recht, ein Anspruch auf das Asylgrundrecht, mit dem Recht denn auf Aufenthalt in dem Land zu begründen, war nie Absicht des Grundgesetzes. Das ist eine Interpretation des Bundesverfassungsgerichts gewesen, schon in sehr frühen Jahren. Und wir sind das einzige Land der Welt, das ein subjektives Recht gibt. Das hat ja schon damals eine große Zuwanderung ausgelöst in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Und gerade das hat ja zur Novelle geführt. Und dann allerdings scharf das Asylgrundrecht eingeschränkt, die Berufung darauf, denn praktisch ist Deutschland ja sozusagen unerreichbar dann, weil es umgeben ist durch die Entwicklung der Europäischen Union, von Unionsländern und sicheren Drittstaaten. Und insofern hat praktisch niemand mehr das Asylgrundrecht in Deutschland, wenn er über Land einreist. Das sagt das Bundesverfassungsgericht mit aller Klarheit. Wer über Land einreist, kann sich darauf nicht berufen und insofern ist die Rechtslage dann nach einem langen Streit und enormen Auseinandersetzungen dann eben klargestellt worden, und sodass die Besonderheit Deutschlands eigentlich beseitigt ist. Und jetzt gehen wir einen anderen Weg über internationale Schutzrechte, die europarechtlich begründet sind, wie gesagt, die man noch benennen könnte, die aber alle nach meiner Prüfung, ich habe bisher nichts anderes gefunden, insbesondere nicht in der asylrechtlichen Literatur, die also alle kein Einreiserecht haben. Wir müssen also die Einreise unterbinden, sonst ist es enorm schwer, Menschen, die denn hier den Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen haben, entgegen der Gesetzeslage, dann wieder abzuschieben,
insbesondere deswegen schwer, weil man nicht weiß, wohin. Niemand will sie aufnehmen. Und selbst die Herkunftsländer weigern sich zum erheblichen Teil, ihre Staatsbürger wieder aufzunehmen. Ja. Wir kommen auf die Fragen der Souveränität und wir kommen auch auf die Fragen der Einreise, kommen wir noch zu sprechen. Jetzt haben wir aber auch hier eine Thematik, die im Prinzip eine Entwicklung fortsetzt, beschleunigt, ins Quadrat setzt, die ja überhaupt nicht jüngeren Datums ist, sondern viele, viele Jahre. Sie haben sich damit immer sehr intensiv und auch irgendwo ziemlich einsam auf weiter Flur da mit dem Thema befasst. Ist das Grundproblem, dass hier eine demografische Veränderung offensichtlich auch stattfinden soll, nicht eines, was offensichtlich von langer Hand angeschoben und zumindest gelebt und praktiziert wurde? Und wo geht das hin letztendlich? Also man muss einmal unterscheiden, es gibt natürlich, ich sag mal, die Apologeten der Weltgesellschaft. Gerade unter den Sozialwissenschaftlern stark verbreitet. One World, wir sind auf dem Weg zu einer Welt. Und da gilt natürlich das Freizügigkeitsprinzip für alle. Und ich sag mal, Deutschland ist gerade dabei, von einem Staat mit diesen drei Einheiten, Staatsvolk, Staatsgewalt, Staatsgebiet, zu einem Art, ich sag mal, internationalisierten Territorium zu werden. Man könnte heideggerianisch sagen, Deutschland wird zum Gelände, wo also Menschenmassen rein und raus marschieren können, so wie sie wollen. Vielleicht auf Zeit bleiben, dann wieder gehen. Ja, das ist One World. Und das ist gewollt. Das ist eine große Bewegung. Und da gibt es sehr viele Profiteure von, zum Beispiel die Großindustrie. Die hat natürlich ein zentrales Interesse. Das Kapital ist ein scheues Reh, das wandert und kann wandern. Und wenn es wandert, dann muss es, um den Begriff von Karl Marx aufzugreifen, eine industrielle Reservearmee mit sich schleppen. Ja. Und diese Massenzuwanderungen sind ja nichts anderes, als dass die Leute eben dieses gute Leben suchen, was man denen ja gar nicht verübeln kann. Wer würde das nicht tun? Und die folgen dann dieser Spur. Und Deutschland ist sozusagen das erste Land, wo das jetzt durchexerziert wird. Ich finde, das ist das Spannende, was im Moment abläuft. Wir sind ein Experimentierfeld geworden. Und ich vermute, Deutschland ist deswegen zu diesem Experimentierfeld geworden. Erstens, weil es ökonomisch immer noch relativ gut dasteht. In die Mongolei, wer will in die Mongolei einwandern? Nicht? Das oder welcher Moslem will nach Saudi-Arabien? Ja, klar. Ja. So, also es muss schon mal wirtschaftlich attraktiv sein. Die haben einen Zaun. Und das Zweite ist, die Bevölkerung ist wehrlos. Hier in Deutschland, wir leiden immer noch an diesem Trauma, wenn wir sagen, halt, stopp, wir haben eigene Interessen, dann kommt sofort diese bekannte Keule. Ja. So, und damit kann man die deutsche Bevölkerung mit einer Willkommenskultur wie ein Stier am Ring an der Nase sozusagen durch die politische Landschaft ziehen. Und das erfolgt. Und das sind die Bedingungen dafür, dass man das so lange machen kann. Die Frage ist, wie lange machen die Leute mit? Und es gibt ja gewisse Anzeichen, dass das vielleicht gibt, aber ich bin da sehr skeptisch. Also wir sind dieses Experimentierland für Globalismus. Das ist aber jetzt eine Entwicklung, die ja älter ist. Sie haben ja vor Jahren darauf hingewiesen, dass wir eine demografische Verschiebung in Deutschland haben, den hochintelligenten Begriff der Multiminoritätengesellschaft eingeführt. Also eine Entwicklung, die eine Umformung einer bislang autochthonen Gesellschaft ganz offensichtlich im Plan hat. Und das kriegt jetzt nochmal zusätzlich an Fahrt auf. Aber das Thema, also ich erinnere mich an die Dinge, die Sie geschrieben haben, ich erinnere mich an HEP, das sind die, die zu dem Thema sich geäußert haben, ist Jahrzehnte alt. Da war ich Student, da ist darüber gesprochen worden, von ganz wenigen. Und die Politik hat es tapfer ignoriert oder offensichtlich gewollt. Ja, es ging ja los mit der Gastarbeiter in der Geschichte. Gastarbeiter, ja. Und es gab immer wieder mal
Überlegungen, auch glaube Helmut Kohl hat ja überlegt, ob die Türken nicht wieder irgendwann mal zurückgeführt werden müssen. Es gab solche Überlegungen in der Politik, die gab es wohl schon, aber sie sind nie realisiert worden. Und es ist dann, also man, einerseits gibt es natürlich einen gewissen Bedarf an bei einer sterbenden Bevölkerung oder überalternden Bevölkerung, wie sie in Deutschland stattfindet, ja, gibt es durchaus einen Bedarf an Fachkräften, bloß der Glaube, man könne die durch Zuwanderung rekrutieren, ist natürlich völliger Unsinn. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Wie wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ja. Also die Zuwanderung hat, also man kann noch ein Fragezeichen bei dem Facharbeitermangel auch noch machen. Auch, es gibt ja statistische Aussagen, dass da zum Teil ein Überangebot herrscht. Herr nicht, Birk hat jüngst wieder darauf hingewiesen. Also dass es so durchaus sogar ganz anders ist. Aber am Ende einer solchen Entwicklung, wenn man sich sagt, gut, wir haben hier eine Bevölkerung, die abnimmt, das ist ja erstmal nicht schlimm, ob wir 60 Millionen sind oder 70 Millionen sind oder 55 Millionen, ist völlig, völlig uninteressant. Mittelalter war mal weniger. Also es gibt ja keine Notwendigkeit, in Panik zu verfallen, wenn wir unter die 80-Millionen-Grenze fallen. Es war keine ökonomische Panik. Ja. Ja. Ja? Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Wenn ich das gerne. Die Arbeit nimmt erstens wirklich ab, auch durch die Digitalisierung. Und im Übrigen ist unsere Produktivität stark und wir hatten immer ein leichtes Wachstum, jedenfalls ein Wachstum, und es gibt überhaupt gar kein Problem, die etwas sinkende Bevölkerung also da zu versorgen. Es ist ein reines Verteilungsproblem, die Verteilung funktioniert überhaupt nicht und das kann man also durchaus, wenn man noch die Souveränität wahrt, durch Gesetze regeln. Ist völlig richtig, dass das also jetzt in keiner Weise irgendwie Not am Manne wäre, sondern dann wären es eben ein paar Leute mehr, wenn man da ein bisschen intelligenter hinguckt, wie Sie sagen, das Verteilen anspricht. Aber das Ergebnis, also ich komme noch auf die Multiminoritätengesellschaft zurück, das Ergebnis ist ja letztendlich, Stichwort Heidegger und das Gelände ist richtig, aber am Ende des Tages ist ja dieses Land letztendlich als eine autochthone Gesellschaft, ein autochthones Land von der Bildfläche verschwunden. Mit dem Ergebnis, dass eine sich demografisch schneller entwickelnde Gesellschaft irgendwann mal das Ruder übernimmt. Also natürlich. Ja. Also diese Multiminoritäten, dieser Multiminoritätenstatus ist ein Übergangsstatus. Das wird zwar lange dauern, ja, aber dann werden sich irgendwann die Moslems oder was weiß ich, wir wissen ja noch nicht, was das alles noch kommt, die werden sich dann durchsetzen und werden dann die Majorität bilden und werden dann versuchen, wieder sozusagen die anderen Minoritäten zu marginalisieren, politisch oder wie auch immer. Ja? Also mit dieser Entwicklung muss man natürlich rechnen. Aber nochmal. Die spricht Erdogan ja auch ganz deutlich aus. Es ist ja nicht so, dass man sich da jetzt irgendwie, dass man da irgendwie sagt, überrascht oder das Verschwörungstheorie. Das sagen die ganz offen. Dass, ich habe das jetzt gerade vor 2-3 Tagen gelesen, wo es eine Diskussion gab. Da sagten die oder Anhänger seiner Richtung, ich weiß nicht, was ihr wollt, das ist unser Land. Es ist völlig, völlig schmerzbefreit. Ja, ja, klar. Die haben mit dem Land. Die müssen einfach nur warten. Ja, ja, klar. Nein, es geht, also diese One-World-Philosophie, die geht ja davon aus, wir brauchen einen neuen Menschen. Der wird in der Multiminoritätengesellschaft eben geboren. Ja. Wie auch immer. Und die autochthone, alte Bevölkerung, das sind sozusagen die Fundamente des alten Nationalstaates. Und wenn Sie den schleifen wollen, und den wollen die in der Weltgesellschaft schleifen, dann müssen Sie autochthone Bevölkerungen kaputt machen. Umzingeln, verändern. Und genau das passiert. Nicht? Das hat ja auch was mit dem Deutschen zu tun. Nicht? Ich meine, wir Deutschen haben 2 Weltkriege verloren. Nach dem Ersten Weltkrieg waren wir wieder da. Ja? Schlecht, ziemlich unglücklich. Ab dem Zweiten Weltkrieg waren wir auch wieder da. Die Margaret Thatcher hat sich gedreht. Die haben den Krieg gewonnen und das deutsche Bruttosozialprodukt war in den 80er Jahren, glaube ich, 4-mal so hoch wie das in England. Die waren also mit Nerven fertig. Ja. Also es ist da auch sozusagen die Deutschen sozusagen
in diesen europäischen oder in diesem Weltmaßstab klein zu halten. Das ist sicherlich eine Perspektive, die damit eine große Rolle spielt. Ja. Also ich sag mal, es gibt zwei Dinge, die da ineinander greifen. In unglücklicher Weise einerseits diese alte und starke One-World-Bewegung, die also schon lange auf die Fahnen geschrieben hat, die nationalen Staaten aufzulösen, insbesondere das Staatenwesen aufzuheben, das Staatliche als solche zu beenden und eine New Governance zu schaffen. Und da gibt es auch viel Schriftung dazu. Und gleichzeitig die andere Bewegung, die man nennen kann und muss, als eine Landnahme, insbesondere durch Muslime aus dem Vorderen Orient, aber auch aus Afrika, da kommen auch meist Muslime. Und das ist eine ganz andere Bewegung. Und das ist ein ganz alter Zug, auch der Muslime, eben nach Westen weiter zu dringen und dieses scheinbar dauerhaft reiche Land, das natürlich nicht mehr sein wird, wenn es ein islamisches Land geworden ist, zu übernehmen. Und da ist eine gegenläufige Entwicklung, denn die islamische Bewegung wird also keineswegs eine multikulturelle Bewegung sein. Ja, gegenteilig, eine völlig einseitige Ausrichtung durchsetzen, wie sie es überall in der Welt versuchen. Und da staunt man eigentlich nur über die Leichtfertigkeit der ersteren Bewegung, das zuzulassen. Denn also ist ja auch nicht jedermanns Sache, in den Ländern, die eine solche Vorstellung von der One World haben, dass diese Welt nun islamisch sein soll. Das ist ein bisschen erstaunlich, ja? Also die, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung in den Ländern ist, wenn man die, also wenn man sich gerade die Entwicklung der Türkei ist das allerbeste Beispiel, von Atatürk bis Erdogan, ist das die Entwicklung von einem laizistischen Land, in dem die Religion eine gewisse Rolle gespielt hat, zu einem fundamentalistischen islamischen Staat. Das ist, also die Entwicklung ist genau umgekehrt als das, was hier herbeigeredet wird. Wenn wir nochmal auf die also Multiminoritäten als Übergang, wird es ja irgendwann, und Sie haben das mal ausgerechnet, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, und durch die neue Entwicklung, wenn jetzt wirklich die Idee ist, wie das die Vereinten Nationen 2001, glaube ich, oder 2002 festgelegt haben, dass hier 10,5 Millionen nur alleine nach Deutschland reinkommen sollen, dann kriegt das Ganze nochmal eine ganz andere Fahrt. Haben wir ja bald eine Majoritätengesellschaft von den Einwanderern. Ja, ja. Und das werden wir, gegebenenfalls auch wir, noch erleben. Ja, ja. Also das ist vielleicht in 10 Jahren. Wenn so weitergeht, ist es in 10, 15 Jahren. Ja, ja. Es kommt natürlich jetzt auf die Geschwindigkeit an, wie zugewandert wird. Aber es ist so, Herwig Birk, das ist ja derjenige, der das ja ausgerechnet hat, und da ist es so, dass es so ab 2035 ist es so, dass also der Islam die größte Religionsgemeinschaft in Deutschland ist. Mhm. So. Und das geht natürlich dann weiter. Nicht? Und das ist ein Prozess, der ist ja exponentiell. Ne? Also wir verlieren ja von Generation zu Generation ein Drittel. Ja. So, das ist ein Prozess, den wir beim besten Willen, wir können ihn gar nicht mehr aufhalten, diese Entwicklung. Man hat eben jahrzehntelang geschlafen und hat verhindert, dass also auch die autochthone Bevölkerung genügend Kinder in die Welt setzt. Ne? Wir sind bei 1,4 ungefähr. Und 2,1 bis 2,2 bräuchten wir, um bestandserhalten zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob wir geschlafen haben. Es gibt uns eine Statistik vor einigen Jahren, da waren wir im Punkto Kinder- und Familienfreundlichkeit auf Platz 71 in der Welt. Mhm. Also eines der kinderfeindlichsten Länder überhaupt. Man sieht da irgendwo Programm dahinter, dass das nicht nur eine Geschichte ist, wo man sich einfach nicht auf die Idee gekommen ist, was für Familienförderung und es gibt ja tausend Modelle zu tun, da ist nichts passiert, weil nichts passieren sollte. Jetzt sind ja plötzlich Milliarden da. Also das Geld ist ja ganz offensichtlich, wenn es in die politisch gewollten Kanäle geht, ohne Ende zur Verfügung.
Das oder wir brauchen ja hier über Bailout und solche Geschichten. Ja, da geht der Schritt, das geht überhaupt keine Rolle. Auch weitgehend bewältigt. Frankreich hat's natürlich auch, auch mit zum großen Teil mit der muslimischen Bevölkerung. Ne? Das darf man auch nicht übersehen. Also wir haben eine ganz andere Statistik. Ja. Aber das ist eben auch so, dass die Seite gesehen, also nicht nur die ganz langfristigen Entwicklungen. Man kann Deutschland jetzt ja diese Veränderung nicht zumuten. Und es gibt eben meines Erachtens ein Verfassungsprinzip des Deutschen. Das Deutschland ist das Land der Deutschen. Und deswegen heißt es Deutschland. Und die Deutschen haben, was man auch noch Zone Deutsche nennen kann, haben jedes Recht, in Deutschland zu leben, in einem Land, das eben nicht also muslimisch ist, also auch nicht islamisch. Es ist nichts gegen Muslime als solche. Es geht darum, dass der Islam gegebenenfalls, und zu erwarten, aggressiv ausgeübt wird. Und das wird gefördert durch die Illusion eines Euro-Islam, und der gegen alle Prinzipien des Islam verstößt. Die Oma wird das nie zulassen. Und da geht die Homogenität, die Voraussetzung ist eine republikanische Verhältnisse, demokratische Verhältnisse, anerkanntermaßen, geht dabei verloren. Und der Islam zeichnet sich nun nicht gerade durch die Fähigkeit aus, demokratisch zu sein, abgesehen davon, dass die Menschenrechte, wie wir sie verstehen, weitestgehend da verletzt werden. Und übrigens, islamisch alle Menschenrechte immer unter dem Vorbehalt der Scharia stehen, das ist die Kairoer Erklärung für Menschenrechte. Und die Scharia nun entspricht nun nicht ganz so unseren Rechtsvorstellungen, allein diese körperlichen Strafen. Wir waren da eigentlich glücklich, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Und aber auch die Körperstrafen sind natürlich gegen die Menschen vor, nach unseren Auffassungen, ganz zu schweigen davon, wie der Islam mit den Frauen umgeht. Ja. Und also das ist mit aller Klarheit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da ist gar keine Rücksicht zu nehmen. Und ich denke, wir haben alle rechtlichen Mittel, um das zu unterbinden und uns davon zu lösen und auch wieder das deutsche Deutschlands herzustellen. Man muss da nicht aufgeben, nur man muss das Recht auch umsetzen wollen. Ja? Man muss es auch anwenden wollen. Und da fehlt augenscheinlich der politische Wille. Das ist das ganze Unglück. Das ist eine langfristige Planung ist. Ich denke auch, es gibt keine Politik, die nicht auf Plänen beruht, wie das ja Roosevelt gesagt hat. Und dass da eine lange Entwicklung schon im Gange ist. Allein dieser Satz, der Islam gehört zu uns, gehört zu dieser Entwicklung. Der ist nicht zufällig. Und das ist eben die Auseinandersetzung, die wir im Augenblick führen. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, so wie das, wie Sie das am Anfang gesagt haben, dass im Prinzip jede Einreise, die hier stattgefunden hat, illegal war, es sei denn, sie kam im Flugzeug, aber die kann man ja wirklich vernachlässigen. Wir haben ja ein Sonderverfahren, die kommen ja eigentlich dann auch gar nicht ins Land, nicht? Ja. Da wird ja dann auf dem Flughafen geprüft, ob sie... Aber lass mal das Kapitel mal, weil das wirklich auch uninteressant ist, quantitativ, außen vor. Also die jetzt im Augenblick ins Land als Einwanderer reinkommen, kommen in dem Moment, wo sie reingelassen werden oder wenn sie an der Grenze stehen und werden dann reingelassen, ist das rechtswidrig und illegal. Und strafbar. Kommt dann in dem Fall einem, der jetzt, oder ist das alles wieder nur Wahlkampf, am meisten bellt und beißt, nämlich dem Herrn Seehofer, nicht eine ganz und Bayern, eine ganz spezielle Verantwortung zu, weil ja die Masse über Bayern gekommen ist. Und ist es nicht irgendwie dann widersinnig, dass das erst alles zugelassen wurde? Und jetzt, wo Wahlkampf kommt, fängt er dann an, sich von der Merkel abzusetzen. Also ja, was der Horst Seehofer sagt, als bayerischer Ministerpräsident, ist ja richtig. Es ist eine Herrschaft des Unrechts. Das, die er zugelassen hat. Ja, richtig, weil er spricht ja so auch von Herrschaft. Und Unrecht ist immer Herrschaft. Hm. Also wir wollen immer in Freiheit leben und Freiheit hat natürlich mit Herrschaft nichts zu tun, das ist der Gegenteil. Also das ist eine schöne Formulierung, die trifft. Nur, es ist typisch für die bayerische Politik, die CSU-Politik, dass sie anders spricht, als sie handelt. Und das ist ja in keiner Weise neu. Ja. Und es, alle warten ja auch auf den Bund-Länder-Streit.
den Bayern ja ständig also androht. Aber bisher gibt es den nicht, der also die Pflicht des Bundes, die Grenzen zu sichern, da zur Geltung bringen soll. Ich habe die Auffassung, dass Bayern als ein Staat, ein souveräner Staat, jedes Land ist auch souverän, meines Erachtens, sehr umstritten, allemal das Recht hat und die Pflicht, wenn der Bund seiner Pflicht nicht nachkommt, die Grenzen zu sichern, das selbst zu machen. Ja? Das ist so wesentlich für jeden Staat, dass das Staatsgebiet geschützt wird. Das ist ein essentielles, die Grenzsicherung, dass auch jedes Land, wenn der Bund versagt, eben diese Aufgabe übernehmen kann und dazu verpflichtet ist. Ja, letztlich bin ich der Meinung, in so einer Situation könnte jedes Land zur Sezession schreiten von einem Bund, der seinen Aufgaben in gar keiner Weise gerecht wird und zwar strafbar nicht gerecht wird. Auch die Bundespolizei macht sich strafbar, da hilft keine Weisung drüber hinweg, denn Weisungen gegen die Strafgesetze sind unverbindlich und natürlich auch die gesamte Regierungspolitik. Aber wenn niemand das durchsetzt und handelt, nicht, ja, dann sind die Bürger diejenigen, die es auszutragen haben. Wenn man auf Ihr Wirken und Ihre Arbeit und auch, das weiß ich ja aus vielen, vielen Begegnungen, Ihr Herzblut für das Recht und für die Freiheit zurückblickt, dann muss es doch irgendwie unendlich wehtun, dass es in diesem Land nicht einen einzigen Staatsanwalt gibt, der den Mut hat, zu sagen, hier ist eine Kanzlerin, die Recht bricht, hier sind Bundespolizei, Grenzschützer und, die Recht brechen. Im Gehorsam, früher hieß es, der Führer hat das Befehl befohlen, jetzt befiehlt es die Kanzlerin. Und dort eine von den Tausenden von Strafanzeigen mal wenigstens prüft. Ja. Also was ist das? Ja, das wäre betrüblich. Das betrübt mich wirklich sehr. Und da sieht man, wie fragil ein Rechtsstaat ist, dass wenn also da eine solcher Moralismus Platz greift, gefördert von den politischen Kräften und insbesondere von den Medien, die zur politischen Klasse gehören. Ja, ja. Die Macht der Medien, der Demokratie ist sehr groß und zu groß. Wir haben also keine Einrichtung, die die Macht der Medien einigermaßen moderieren. Es gibt da keine hinreichende Gewaltenteilung auch und die Medien sind in wenigen Händen. Und das ist eine ganz große Schwäche unseres Versuchs demokratischer Strukturen. Wir haben eine wirkliche Demokratie noch nie erreicht in Deutschland. Aber es ist ein Versuch und wir waren schon sehr viel dichter dran an demokratischen Strukturen, die zu einer Republik gehören, als wir es gegenwärtig sind. Und ich bekämpfe natürlich auch, dass nun überall ein materieller Moralismus über das Recht gestellt wird. Wir handeln human. Das ist unsere humanitäre Pflicht. Das kann man nicht geltend machen gegen das Recht, wenn es denn Recht ist. Und unsere Gesetze sind hier Recht, und denn unser Recht ist human. Gerade das Schutzrecht ist humanitäres Völkerrecht und humanitäres Recht. Und dem kann man nicht entgegenhalten, dass es nicht angewandt werden könne, weil die Humanität es gebietet. Man sieht ja die schrecklichen Bilder. Wir wissen alle, wie Bilder gemacht werden und welche Bilder da herangezogen werden. Das ändert nichts daran. Daraus erwächst auch durch eine lange Flucht, wenn es die überhaupt gegeben hat, erwirbt man nicht das Recht, in ein Land einzureisen, in dem man kein Einreiserecht hat, ja, und das kein Aufenthaltsrecht bietet. Also das ist eine völlige Verkennung der Rechtslage. Natürlich, meine ganze Aufgabe sehe ich darin, das Recht zu verteidigen. In vielen anderen Dingen auch, in der gesamten Europapolitik, aber hier insbesondere auch, das ist mein Beruf, und das sehe ich als meine Pflicht an. Ich habe ja auch ein Buch da gerade veröffentlicht, Erinnerung ans Recht, im doppelten Sinne, dass man mahnt, das Recht einzuhalten, aber auch mal daran erinnert, was eigentlich Recht ist. Uns fehlt da auch der Mut vieler Amtsleiter, die verpflichtet sind dem Recht. Das ist ihre gesetzliche Verantwortung. Sie haben einzustehen für die Rechtmäßigkeit ihres Handelns.
dem gerecht zu werden, das ist mehr als erstaunlich, dass die Bundespolizisten nicht längst die Arbeit niedergelegt haben, weil sie genau wissen, dass das rechtswidrig ist und dass die Staatsanwälte ihrer Pflicht nicht Lüge tun, wobei man sehen muss, bei den Regierungsmitgliedern, die alle Parlamentsmitglieder sind, gibt es die Immunität, ja, ohne Immunitätsaufhebung, die natürlich beantragt werden könnte, kommt eine Strafverfolgung nicht in Frage. Das müsste man erstmal sehen, wenn ein Generalstaatsanwalt die Aufhebung der Immunität beantragt, wie denn der Bundestag da reagieren würde. Gut, aber es wäre ja mal ein Versuch wert. Ja, allemal. Aber das wäre eine Pflicht. Das Stichwort human. Ist das das, was wir jetzt hier im Augenblick und was uns so diese Mainstream-Politiker da und auch die Medien vorspielen, hat das wirklich im tiefsten Sinne etwas mit Humanität zu tun? Ist das der richtige Begriff? Also das Buch, was Sie zusammen mit Herrn Schachtschneider hier geschrieben haben, das ist der juristische Part und ein soziologischer Part. Und das Spannende ist diese Zusammenführung dieser Perspektive. Mhm. Und da werden wir weiterarbeiten. Und da ist genau das, was Herr Schachtschneider gesagt hat, die Moral, ist so ein ganz interessantes Bindeglied. Weil nämlich Moral erschlägt im Moment Recht. Ja. Und es gibt einen Begriff von Arnold Gehlen, Humanitarismus. Und die deutsche Politik ist gekennzeichnet von einem gesinnungsgeschüttelten Humanitarismus. Diese ganze Willkommenskultur beruht ja auf nichts anderes, also auf eine humanitaristische Grundhaltung. Aber diese humanitaristische Grundhaltung ist natürlich äußerst gefährlich, weil sie zum Teil Recht bricht und weil sie ja mit dem Mechanismus von Gut und Böse arbeitet. Also wenn ich auf der humanitären Seite bin, sind diejenigen, die nicht auf meiner Seite sind, naturgemäß inhuman. Ja. Also ich bin gut und die sind böse. Ja. Und es gibt von Umberto Eco dieses schöne Im Namen der Rose, wo der Richter da steht, das Fallbeil, und der Delinquent liegt dort und der Henker sagt, entsage dem Bösen. Und dann sagt der, ich entsage dem Bösen, denn das Böse seid ihr, die ihr glaubt, Gut und Böse unterscheiden zu können. So. Ja. Und das ist das Problem der Moralanwendung in der Politik. Die Demokratie funktioniert eben deswegen eigentlich so gut, wenn sie funktioniert, weil sie Gesinnungsfragen und Gut und Böse ausblendet. Also vorlässt, genau. Notwendigerweise. Stellen Sie sich vor, Regierung, Opposition. Man würde sagen, Regierung ist gut, Opposition ist böse. Ja, funktioniert natürlich keine Demokratie. Aber in das Modell oder in diese völlig zutreffende Bewertung passt dann natürlich nicht, dass eine Figur wie der Justizminister eine überführte Stasi-Lady damit beauftragt, sogenannte Hassartikel aus Facebook rauszuschmeißen. Also da sind wir ja in einem Gesinnungsterror, wo wir einen fließenden Übergang in ein totalitäres System haben. Also ich möchte da ergänzend zu Herrn Bauch, finde ich also völlig überzeugend, was er sagt, auch noch kantianisch sein. Denn, mein Hintergrund ist ja die kantianische Rechtsphilosophie. Und darauf stütze ich meine Auffassung und bin der Meinung, dass auch das Grundgesetz durch und durch kantianisch ist. Und nichts ist so gut als ein guter Wille. Das ist ein Leitsatz bei Kant. Es gibt da auch den Begriff des Guten, aber das Gute ist formal, denn der Wille gibt die Gesetze. Also nichts ist so gut wie das Gesetz des Rechts, das Rechtsgesetz. Der Wille ist ja eine Vokabel, wenn ich mal philosophisch werden darf, muss ich hier eigentlich, eine Vokabel der Transzendentalphilosophie, also nur Vernunft kann einen Willen haben. Das heißt, nicht? Der Wille und die praktische Vernunft sind identisch. Und der Wille gibt die Gesetze. Und das ist natürlich der gemeinsame Wille des Volkes, der die Gesetze gibt. Also sind die Gesetze des Volkes, die praktisch vernünftig sind, also sittlich sind, gemäß dem Sittengesetz, im kategorischen Imperativ, immer gut. Und nichts anderes ist gut. Also ein materialer Moralismus kann schlechterdings nicht gut sein unter kantianischen Gesichtspunkten. Er kann nicht das Recht ersetzen. Da will ich nur eins sagen. Moralität heißt bei Kant nichts anderes, ist für mich bestimmend. Deswegen sage ich das als handle pflichtmäßig aus Pflicht.
Und das Prinzip der Moralität ist nichts anderes als das Rechtsprinzip. Handle immer nach dem Rechtsprinzip und nicht nach irgendwelchen anderen Moralismen, die der Sache nach religiös oder nicht Ideologien sind. Und das ist ganz entscheidend. Und das Gesetz kann immer nur verbindlich sein als der Wille des gesamten Volkes. Das heißt, das Gesetz ist für alle gut, weil es das Gesetz ist. Und alles, was gegen das Gesetz geht, ist in einer Republik für keinen Bürger gut. Deswegen kann ein Abweichen vom Gesetz schlechterdings nicht moralisch sein. Das ist ein formales Prinzip. Das ist jetzt sehr philosophisch, ja, und nicht so ganz einfach, aber leider die Grundlage unserer Rechtsordnung, denn unsere Rechtsordnung kann nur Verbindlichkeit haben auf der Grundlage der allgemeinen Freiheit, die sich verwirklicht in der allgemeinen Gesetzlichkeit. Es ist einfach wichtig, insofern bin ich Ihnen dankbar, dass wir diese Dinge unterscheiden, nämlich das Recht und seine Absolutheit in dieser Frage und persönliche, private Einschätzung von irgendwelchen anderen Dingen. Das sind Privatismen. Das ist alles in Ordnung. Nur in dem Moment, wo ich da mit den Kategorien Gut und Böse und der eine ist moralisch, der andere ist nicht moralisch, daherkomme. Und jeder von uns wird helfen wollen in irgendeiner Notlage, aber niemand von uns darf das Gesetz verletzen. Das ist entscheidend. Die erste Forderung des kategorischen Imperativs ist immer die Einhaltung des Gesetzes. Und nur im Rahmen der Gesetze kann man noch nach eigenen Maximen handeln, die allerdings auch dem Rechtsprinzip entsprechen sollen. Wenn wir jetzt uns ansehen, was im Augenblick losgetreten ist, dann muss man ja ehrlicherweise unter der Frage, wer kommt denn da ins Land, auch nochmal genau hingucken. Es fallen ja bestimmte demografische Zusammensetzungen auf, die von den Medien sehr schön mit entsprechenden Bildern quasi bestritten werden, obwohl die Fakten so sind. Wir haben inzwischen mehr syrische Soldaten, ausgebildete syrische Soldaten auf deutschem Boden, als die Bundeswehr selber Soldaten hat. Da sind wir natürlich in einer Situation, ob man da nicht das gewollte demografische Umfolgen, wie das mal jemand gesagt hat, als einen sehr viel stärkeren Hintergrund als die Frage, es handele sich hier wirklich um Flüchtlinge, sehen muss. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir sagen, das Grundgesetz sagt, genießen das Asylrecht. Jemand, der sich so verhält wie in Köln, hat da irgendwas komplett falsch verstanden. Ja. Es findet ja keinerlei Selektion statt. Ja. Also wenn wir dieses Argument gelten lassen würden, Stärkung des Wirtschaftsstandorts oder irgend so etwas, dann müsste eine Selektion stattfinden. Wobei eine solche Selektion natürlich völlig inhuman wäre, weil man ja dann Rosinenpicking machen würde. Man würde dann den anderen Völkern eben. Man würde, das ist Kolonialismus pur. Die Leute nehmen, die man braucht. Die guten Leute würde man rausnehmen, die das Land aber selber braucht. Und die Problemleute, sage ich mal, die würde man wegschicken. Aber es findet ja selbst, also diese Form von Kolonialismus findet nicht statt, sondern es kommt im Grunde, wer will. Und ganz merkwürdig, ich finde das irgendwie. Er ist in Syrien Krieg und da kommen aus Syrien junge Männer. Ja, und wir führen. Und wo sind die Frauen? Den Krieg da unten. Also, wenn jetzt Krieg wäre hier in Deutschland, würden sie ihre Familie verlassen und sagen: In 5 Jahren hole ich dich vielleicht mal nach, aber ich gucke jetzt. Und vorher mache ich Randale in Damaskus. Also. Bei Silvester. Es ist einfach unbegreiflich. Ja? Es ist unbegreiflich. Es ist. Also, Stichwort Kolonialismus. Ja, bitte. Darf ich noch zu Köln was sagen? Köln ist auch ganz interessant. Weil, also zum Moralismus gehören die Opferdiskurse. Wir haben in Deutschland die Opferdiskurse. Das ging in den 70er Jahren los mit der Sozialdemokratie. Also das erste Opfer war natürlich die Arbeiter. Dann kamen die Opferklassen, wurden immer kleiner. Dann kamen also Arbeiterkinder, das waren alles Opfer. Das heißt, diese ganze Antidiskriminierungsgeschichte läuft über Opferdiskurse. Die Frauen? Das ist jetzt der Punkt. Und in Deutschland gibt es zwei große Opferdiskurse. Das eine sind Migranten und das zweite sind Frauen. Und beide Diskurse sind schön getrennt. Ulf Kotter hat ja nachgewiesen, was da für Stellen dran hängt, was man da für ein Geld, was da für eine Industrie dran steht. Schön, die sind alle
wunderbar versorgt. Und diese zwei Diskurse, und die arbeiten natürlich alle nach dem Schema Gut-Böse, also beim feministischen Diskurs, Mann böse, Frau gut. Und der Migrantendiskurs sagt, Einheimischer böse, Zugereister gut. So, das ist so dieses Schema. Und was in Köln jetzt passiert ist, diese Opferdiskurse, die gingen durcheinander. Weil nun plötzlich das Opfer des einen Diskurses zum Täter für den anderen wurde. Ja? Verstehen Sie? Ja, klar. Das hat sich vermengt. So. Und damit waren die erstmal sprachlos. Die wussten gar nicht mehr, wie sie reagieren sollten. Das heißt, dieser Moralismus blockiert regelrecht politische Handlungsfähigkeit in Deutschland. Naja, Denkfähigkeit. Auch das. Ich will da mal ergänzend sagen, es fängt ja schon an, diese Haltung gegen Deutschland, gegen das eigene Land. Das ist ja ganz außergewöhnlich, es gibt ja so nur in Deutschland, ja, dass man nicht zu seinem Land steht. Und das fängt damit an, seit langer Zeit, dass sehr viele das Wort Deutschland gar nicht aussprechen wollen. Sie sprechen von der Bundesrepublik, nicht? Und leugnen damit die Eigenart des Landes. Und insofern ist das weit angelegt und findet viel Widerhall in Deutschland, weil es ist ja gut verständlich, dass viele Länder die Deutschen vielleicht nicht so mögen, auch wegen ihres wirtschaftlichen Erfolges. Und außerdem ist Deutschland, wenn es handlungsfähig ist und seine Souveränität wahrnimmt, ein mächtiger Staat. Nicht? Und man kann die Welt gegen Deutschland schlecht beherrschen. Das ist ja eine Brzezinski-Erkenntnis, eine alte Erkenntnis. Vor allen Dingen, wenn das mit dem Nachbarn Russland zusammenhängt. Ja, Deutschland mittendrin liegt in Europa. Und wer die Welt beherrschen will, und es wollen manche Staaten, ein Staat insbesondere will die Welt beherrschen, da muss er eben Eurasien beherrschen, da muss man Europa beherrschen und da muss man Deutschland beherrschen. Also man ist, vielleicht wären viele sehr froh, wenn es Deutschland als Deutschland gar nicht mehr gibt, als eine der wirtschaftsmachtfähige Nation. Und das kann man ja verstehen, aber dass die Deutschen selbst das ablehnen, ihr eigenes Land, das ist nun wirklich nicht so nachvollziehbar. Und ich gehöre jedenfalls nicht zu denen. Und da will ich auch noch sagen, diese geradezu systemische Veränderung des deutschen Volkes, lange angelegt, ist eine grobe Souveränitätsverletzung. Nicht? Insofern hat sie auch eigentlich, das ist auch rechtlich wichtig, keinerlei rechtliche Wirksamkeit. Selbst wenn man all den Menschen die Staatsangehörigkeit aufdrängt, ist das meines Erachtens, weil nicht vom deutschen Volk gewollt, denn wir haben es nie entschieden, ein Einwanderungsland zu sein, normativ, ist das nichtig. Und dann kann man auch mal die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn man bedenkt, dass selbst Frankreich angedroht hat, die Ausweisung, selbst für Staatsangehörige Frankreichs, wenn sie also bestimmte Straftaten begehen, dann muss man das einfach auch mal ins Auge fassen. Ich halte immer sehr viel davon, die Rechtslage aufrechtzuerhalten und sich nicht zu unterwerfen, ja heutzutage ein wichtiger politischer Begriff, der Faktizität, ich kann ja nichts mehr tun. Nein, ganz im Gegenteil. Immer wenn so großes Unrecht geschieht, ist es ganz wichtig, die Rechtslage aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, zu nennen, auch damit kein Verfassungsgewohnheitsrecht entsteht. Schon deswegen ist das wichtig. Also gerade wenn ein Staatsrechtslehrer das macht, das ist meine Pflicht. Jetzt haben wir eine Situation, in der, wir haben von Bayern angesprochen, sich die Bayern ein eigenes Rechtsgutachten geholt haben über die aktuelle Situation. Ja. Sie haben den Gang nach Karlsruhe angetreten, haben versucht, hier Recht zu bekommen. Ja. Wie ist das Letztere, wie ist das ausgegangen? Ja, das ist grandios gescheitert, wie es zu befürchten war, ja geradezu zu erwarten war. Es ist immer sehr schwer, eine so prekäre Verfassungsbeschwerde da also zu etablieren. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat die Möglichkeit, nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ohne jede Begründung eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen. Es gibt natürlich Kriterien für die Annahme, aber die sind
sehr offen, Sie müssen die nicht begründen. Also wenn die Sache von grundsätzlicher Bedeutung ist, muss eine Verfassungsbeschwerde angenommen werden. Nun kann man ja annehmen, dass kein Grundrecht verletzt ist. Ich sehe das nun völlig anders. Und das habe ich alles vorgetragen. Es ist das Recht auf Demokratie verletzt, es ist die politische Freiheit verletzt und es ist das Grundrecht auf Widerstand im Spiel. Und das hat zur Folge, dass jeder Bürger andere Abhilfe beanspruchen kann. Also insbesondere Abhilfe vom Bundesverfassungsgericht gegen das Unrecht. Auch das Rechtsstaatsprinzip wird ja zutiefst verletzt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat jedenfalls keinen Grund gesehen, die Verfassungsbeschwerde anzunehmen zur Entscheidung. Aber eine solche Unbegründetheit kann ja auch eine rein politische Entscheidung kaschieren. Das befürchte ich, denn das Bundesverfassungsgericht sagt selbst, das Kriterium für Willkür ist die Unbegründbarkeit. Ja? Aber wie zeigt sich Begründbarkeit? In Begründung. Wer nicht begründet, muss ich den Vorwurf gefallen lassen, willkürlich gehandelt zu haben. Und den Vorwurf muss ich hier, dass mir schwerfällt, dem Bundesverfassungsgericht machen, denn es wäre die letzte Instanz, die wir haben, die das Recht zu schützen verpflichtet ist und auch vielfach das Recht geschützt hat. Insofern ist das schon mehr als traurig, dass dieser kurze Prozess gemacht wurde und keine Chance gegeben wurde. Das hätte auch befriedet in Deutschland. Ja? Jetzt denken viele an ganz andere Maßnahmen des Widerstandes. Und ich kann also für illegalen Widerstand nicht die Hand reichen. Wir müssen haben immer noch die Möglichkeit, mit legalen Maßnahmen das irgendwie unser Land zu retten. Und man muss überlegen, ob vielleicht auf kommunaler Ebene da rechtliche Schritte möglich sind. Und dass auch vielleicht andere Wahrnehmung von grundrechtlichen Demonstrationen in großen Zahlen da vielleicht Hilfestellung geben. Es käme auch der Generalstreik in Frage. Bloß wenn eine wichtige Institution in Deutschland in jüngerer Zeit versagt, dann sind es die Gewerkschaften. Ja. Das, was man natürlich verstehen könnte, Sie haben das selber angesprochen mit dem Widerstandsrecht, ist letztendlich ist ja mit einer Entscheidung oder einer überhaupt gar nicht Zulassung dieser Frage vor dem höchsten deutschen Gericht irgendwo so die Möglichkeiten auch ein Stück weit juristisch gesehen auf jeden Fall erschöpft. Verfahrensrechtlich ja. Und also, dennoch muss man das Rechtliche aufrechterhalten und das Bewusstsein auch stärken. Völlig klar. Das ist von großer Bedeutung. Und es können sich immer viele Streitigkeiten auftun, in denen doch diese Fragen dann mal bedeutsam werden. Ist eigentlich eine Kommune verpflichtet, zugewiesenen Obdachlosen, vermeintlichen Flüchtlingen, wirklich Obdach zu geben? Ja? Also natürlich gibt es eine polizeiliche Pflicht, Obdach zu verschaffen, aber es gäbe ja einen viel einfacheren Weg, um diese Obdachlosigkeit zu verhindern, nämlich indem man die Leute gar nicht ins Land lässt. Nicht? Und dann haben wir diese Verpflichtung nicht, dann sind sie natürlich in einem anderen Land. Aber wenn das klargestellt wird, dass die Willkommenskultur an rechtliche Grenzen gestoßen ist, dann kommen sie auch gar nicht mehr. Nicht? Sie werden ja auch in gewisser Weise geschickt. Ne? Sie werden geschickt, sie werden gelockt und natürlich könnte man ja auch sich vorstellen, dass wir mit dazu beitrügen, indem wir eben bei diesen ganzen Kriegen und den Geschichten nicht mitmachen, dass erstens keine Flüchtlinge mehr entstehen und zweitens könnte man sich natürlich auch vorstellen, wenn die Vereinten Nationen, was aus meiner Sicht eigentlich nur noch kriminell ist, bei den Tagessätzen, die dort zur Verfügung gestellt wurden, in den Lagern vor Ort, die Summe halbiert. Also, da hätten wir finanzielle Hilfestellung geben müssen. Das wäre ein Bruchteil von dem, was wir gewesen, jetzt sehr viel weniger als die Kosten, die wir jetzt haben. Ja. Und die Beteiligung an den Kriegen halte ich ohnehin für verfassungswidrig, denn der Angriffskrieg ist verboten. Und ich denke auch nicht, dass die Mitgliedschaft in der NATO es rechtfertigt, Angriffskriege zu führen. Und das nach Grundgesetz bestimmt nicht. Nö, und damit für Deutschland nicht. Ja. Und das ist eine Frage der Einschätzung. Ich sehe nicht so richtig, dass in Syrien Verteidigungskrieg stattfindet. Ja. Das ist dieses Hindukusch-Geschwätz, was da ein Verteidigungsminister mal abgesondert hat, wo man ehrlicherweise sagen muss, damit werden Dinge schön geredet, die an sich
Gesetz und Grundgesetz. Genauso wie, wie kaum irgendjemand zu finden ist, der nicht klar sagt, dass der Irakkrieg völkerrechtswidrig war. Das durfte im Einsatz in Syrien nicht anders sein. Und jedenfalls ein Mandat der Vereinten Nationen gibt es nicht. Ne? Ja. Haben wir hier auch noch, letzte Frage, einen Aspekt, der noch drüber gelagert wird, dass es möglicherweise auch darum geht, sowas wie einen Kampf der Kulturen zu führen? Ist das ein Thema, was sich ergibt oder vielleicht sogar geplant ist? Der ergibt sich, nicht? Ja. Huntington hat das ja. Schon eindeutig Anfang der 90er Jahre beschrieben. Es entsteht natürlich in einer Multiminoritätengesellschaft, gibt es eine große Kohäsion innerhalb dieser Parallelgesellschaften, aber es gibt eben Außengrenzen dieser Parallelgesellschaft zu anderen Parallelgesellschaften. Und da entstehen dann eben kulturelle Konflikte. Interessant ist, meine These ist, dass durch in einer Multiminoritätengesellschaft, wo es also multikulturell zugeht, die Menschen aber uniformer werden. Mhm. Ja. Denn über das Ganze wölbt sich sozusagen eine amerikanisierte westliche Einheitskultur. Das heißt, der Araber. Zivilisation, ja. Der Araber geht, fängt an, auch Fastfood zu essen. Ja, also da wölbt sich etwas über diese verschiedenen Kulturbereiche herüber. Und das bedeutet, dass diese Parallelwelten dann doch irgendwo, müssen sie ja auch, weil ein Minimum an Verkehrsfähigkeit müssen sie ja untereinander irgendwie haben. Ja, so. Und da gibt es also dann eine Einheitskultur. Und diese Einheitskultur ist, glaube ich, etwas, was dann denjenigen, die also diese One-World-Vision haben, dann auch sehr zu Pass kommt. Ja. Ja, dann sind sie sozusagen in der Lage, und das ist das soziologisch das Spannende an der ganzen Geschichte ist, der multikulturelle zugewanderte Mensch ist ein Außengelenkter. Zunehmend außengelenkter und manipulationsfähiger Mensch. Er ist und auch den wollen man ja haben. Ja. Ich habe einen westfälischen Landwirt, der aus einer Streusiedlung in Münsterland kommt. Das waren Dickköppe, die konnten sie nicht. Da war nichts mitzumachen. Aber ein Angestellter, nicht, der eine Mietwohnung hat in Leipzig, permanent von einer gewissen Arbeitslosigkeit, also in einem prekären Verhältnis lebt und permanent Ortswechsel anstrebt, um Karrierechancen zu erhöhen. Das ist der Angepasste. Das ist der Typ, das ist der moderne Mensch. Und dieser Multikulturalismus führt dazu, beschleunigt, dass diese Menschen heimatlos werden. Nee, und die erleichtert die Herrschaft. Ja, und sie erleichtert, genau. Die Herrschaft, erleichtert die Herrschaft. Und sie sind nicht wehrfähig. Ne? Das ist der soziologisch Spannende an der Geschichte. Und sie sind, wie das sagt das schöne deutsche Adjektiv ja auch, sie sind entwurzelt und vor dem Hintergrund natürlich sehr viel leichter manipulierbar, beherrschbar und steuerbar. Sie sind ja fremd. Sie sind fremd hier, klar. Und der Deutsche wird ja auch fremd. Also wenn die Fremdheit, Fremdheit ist expansionistisch. Wenn ein gewisses Maß an Fremdheit in einem Land herrscht, dann wird den Einheimischen ihr eigenes Land fremd. Also auch sie werden fremd. Und das beobachten wir ja geradezu. Ja. Und das bedeutet, Fremde sind, die brauchen Hilfe. Wenn man fremd ist, weiß man nicht genau. Ja, klar. Man ist abhängig. Und diese Abhängigkeit ist gewollt. Eine Großideologie, die uns bedrängt, ist ja der Egalitarismus in der ganzen Welt. Und da muss man entgegensetzen, eben das nationale Prinzip, verbunden mit dem Staatsprinzip, weil es die einzige Chance ist, Freiheit zu verwirklichen, in einem aufklärerischen Gemeinwesen europäischer Art, ist das eine unbedingte Voraussetzung, dass da die vergleichsweise zur Gesamtbevölkerung der Welt kleinen Staaten eben existieren, ihre Eigenart leben und ganz bewusst als eigene Republiken organisiert sind. Nur das gibt eine Chance,
auf Freiheit gegenüber den sogenannten Eliten, die mit ihrer ungeheuren Finanzmacht auch die Wirtschaft beherrschen, auch die Medien beherrschen und damit auch die Völker beherrschen. Also ich möchte nicht den Versuch einer Freiheit, und zwar der Freiheit aller Menschen, aufgeben. Aber da ist diese Nationalität eine unbedingte Voraussetzung. Sonst geschieht genau das. Ja. Uniformität, die also eine glänzende Methode ist, um die Freiheitswillen auch zu brechen. Die Leute werden nur noch eben einem etwas besseren Wohlstand hinterherlaufen und sich ihrer selbst gar nicht mehr bewusst sein. Ja. Also wir haben eine Gleichschaltung, das ist ja genau das, was offensichtlich auch angestrebt wird. Peter Sutherland hat, ehemaliger EU-Kommissar und Goldman Sachs CEO, ja davon gesprochen, dass er sagt, die Gründungsväter Europas haben in der Nationalität, in der nationalen Souveränität das schlechthin Böse gesehen. Ja, ja, ja. Und das ist genau der Impuls, der ob Brüssel, FED und Weltbank, genau IWF und so weiter, ganz genauso der Impuls, der in diese Richtung geht. Die Souveränität der Völker, das heißt, es ist die Souveränität der Bürger, die Souveränität, die identifiziere ich mit der Freiheit, ist das Gegenprinzip zu diesem Egalitarismus. Und noch hat das Wort Souveränität ja eigentlich einen guten Klang, auch beim Bundesverfassungsgericht. Eigentlich die europapolitischen Entscheidungen alle auf das Prinzip der Souveränität gestützt, ohne dass es begrifflich richtig erfasst wurde. Dazu habe ich versucht, ein bisschen was beizutragen. Und das ist natürlich bei einer politischen Klasse ein Begriff, der nicht gewollt ist, wie auch mit aller Deutlichkeit immer wieder zum Ausdruck gebracht worden ist. Vielleicht will ich noch einen Begriff ins Spiel bringen, der passt da sehr gut, das ist die Eingesessenheit. Ja. Also ohne Eingesessenheit ist eigentlich auch keine Staatsbürgerschaft möglich. Weil wenn ich eingesessen bin, dann werde ich die Entscheidungen, durch mein Wahlverhalten zum Beispiel, die ich dort treffe, die betreffen mich selber. Also ich bekomme sozusagen das zurück, was ich reintue. Ja. Und wenn ich das nicht zurückbekomme, was ich anrichte, sozusagen permanent auf der Flucht bin, dann kann ein Staatswesen ja nicht funktionieren. Ja, mir kann es auch wurscht sein, was ich anrichte. Eben, ich mache was und hau ab. Ja, ja. Was soll's? Nicht? Ja. So, das heißt also, die Eingesessenheit ist ein ganz zentrales Prinzip für Staatsbürgerschaft. Und eingesessen kann ich nur sein in einem Staatswesen, in einem Nationalstaat, wo denn sonst eine Welteingesessenheit ist. Und ist blanke Theorie, aber es ist faktisch in der Wirklichkeit letztendlich Unsinn. Ein schweres Thema, aber ein wirklich extrem essentielles Thema für sowohl uns hier, aber auch für die anderen europäischen Länder. Und insofern ist es auch wichtig zu wissen, was denn die Pläne dahinter sind. Da erfahren wir im Augenblick auch deutlich Klartext. Ich sage ganz herzliches Dankeschön für das Kommen und für die Information und natürlich auch vor allen Dingen für das langjährige Wirken auf der juristischen, auf der soziologischen Seite, ohne sich von irgendwelchen Querschüssen beeindrucken zu lassen. Da habe ich sehr großen Respekt und will das ausdrücklich auch mal ein Dankeschön für das lange Arbeiten und für den Beitrag auch letztendlich zu einer freiheitlichen Ordnung, die wir an sich dringend bräuchten und die wir hochhalten sollten, die auf die Art und Weise geleistet wurde. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite von Professor Schachtschneider und die Internetseite vom Studienzentrum Weikersheim ein. Auf beiden Seiten Informationen sowohl zu diesem Thema, auf der von Herrn Schachtschneider natürlich insbesondere was den juristischen Aspekt betrifft und auch Hinweise zu den Publikationen, und die möchte ich jetzt auch noch ansprechen, zumindest eine Auswahl, sonst würde es eine zu lange Sendung werden. Die gemeinsame Veröffentlichung Einwanderung oder Souveränität, Deutschland am Scheideweg von Professor Schachtschneider und Professor Bauch, und die schon zitierte Erinnerung ans Recht, Essays zur Politik unserer Tage zu dem juristischen Aspekt von Professor Schachtschneider. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.